Ich war beim Friseur. Ich habe einfach das coolste T-Shirt der Welt bekommen. Meine Lieben, und willkommen zu diesem Vlog. Ich wollte euch wieder an einem Wochenende von mir mitnehmen und heute ist Samstag. Ich habe gestern Abend mir einen ganz entspannten Freitag gemacht. Ich war baden und heute steht ein bisschen was an. Ich habe um 13 Uhr einen Friseurtermin. Ich lasse ihn mir nur schneiden, also nur Spitzen schneiden und Stufen wieder reinschneiden und sowas, weil ich war, ich glaube, fast ein Jahr jetzt nicht beim Friseur. Well, ich habe halt übel die Friseur-Anxiety. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe übertrieben Angst, einfach zum Friseur zu gehen, weil ich auch oft das Gefühl habe, dass Friseure das voll judgen, wie meine Haare sind oder keine Ahnung, es dann nicht hinbekommen, wie ich es haben möchte. Und Haare sind halt, ja, es dauert halt immer eine Weile, bis die wieder zu einem anderen Zustand gelangen. Deswegen habe ich da immer so ein bisschen Angst, aber bin zuversichtlich, dass es heute irgendwie alles gut wird. Bin dann auch mal gespannt, wie es in Zukunft weitergeht, ob ich die dann oben wieder blondieren lasse oder nicht. Das wollte ich heute auch mal irgendwie anfragen, ob das Möglichkeit ist oder ob die dafür zu kaputt sind. Genau. Und danach wollte ich noch ein bisschen shoppen gehen. Ein paar Deko-Sachen und so ein paar Haushaltssachen, die noch fehlen. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Jetzt gerade habe ich mich fertig gemacht und ja, habe jetzt noch eine Stunde, bis ich los muss. Zu Hause. Ich war beim Friseur. Ich bin übertrieben happy mit dem Ergebnis. Also wir haben eigentlich nur geschnitten und eine Kur gemacht, aber die sind so weich. Der ganze richtig tote Teil von unten ist ab und es sieht halt jetzt einfach aus, als wäre dieser Übergang vom Blond, vom Ansatz zum Blond Absicht. Es sieht einfach aus wie so ein Balayage oder sowas. Und es macht mich ganz schön happy, dass ich jetzt irgendwie wieder ein bisschen frische Haare habe. Und ich liebe den Blowout, Alter. Wirklich. Ich liebe Friseur-Blowout. I love it. Also ich bin wirklich sehr, sehr happy. Und dann mache ich noch ein bisschen shoppen. Ich war im Thalia und habe gesehen, dass Iron Flame da schon als Paperback steht. Und die Iron Flame Version, die ich mir gekauft habe oder vorbestellt habe, kommt jetzt erst im Dezember. Deswegen war ich richtig dreist und habe mir natürlich nicht das Paperback gekauft für 20 Euro, sondern habe mir auf meinem Kindle Iron Flame gekauft im Thalia. Schon halb illegal, dass ich das da gemacht habe. Spaß. Ich bin sehr gespannt und ich habe sehr Bock, das zu lesen. Deswegen habe ich es mir jetzt halt auf dem Kindle auch schon gekauft, weil, to be honest, habe ich halt keinen Bock, bis Dezember zu warten, bis ich das lesen kann. Und das Buch ist eh sehr dick, das heißt, jetzt muss ich es auch nicht mit rumschleppen, wenn ich das unterwegs lesen will, sondern kann es auch im Kindle lesen, also. So, und dann haben wir ein paar Sachen gekauft. Als erstes waren wir im Sostrene Grene. Ich weiß nicht, wie dieser Laden ausgesprochen wird, aber so sage ich es immer. Und im Sostrene Grene haben wir ein paar schöne Sachen gefunden. Zum einen wollte ich einfach eine goldene Kerzenhalterung für den Esstisch haben, weil ich habe so viele lange Kerzen, aber keine Kerzenhalterung dafür. Und deswegen habe ich mir diese schlichte Kerzenhalterung gekauft. Die hat 5,46 Euro gekostet. Finde ich fein. Dann, ich glaube, das war sogar das
teuerste haben wir uns zwei Backofenhandschuhe gekauft, weil wir haben nur einen und der ist überranzig. Den wollte ich jetzt mal wegwerfen. Die haben jeweils circa 5 Euro gekostet. Das heißt 10 Euro, Alter. 10 Euro. Aber ich wollte auch zwei haben, weil manchmal braucht man einfach zwei, um Sachen aus dem Ofen zu holen, wisst ihr? Und die sind aber übel süß. Also das Design. I love it. Dann, also das war wirklich der größte Steal. Ich weiß nicht, warum das so günstig ist, aber ich habe so einen Seifenspender gekauft fürs Badezimmer. Und der kostet 2,98 Euro. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich hätte mir eigentlich zwei holen können. Auch noch einen für die Küche. Aber ich habe es gar nicht gecheckt, warum der so günstig ist, weil der ist voll schön. Und zu guter Letzt haben wir noch was gefunden, was wir auch nicht stehen lassen konnten. Und zwar sind das so Hot Chocolate Bombs. Mit Marshmallows drin. Also es sind einfach so Kugeln, die packst du in deine Milch rein und dann schmilzt das und dann hast du eine Hot Chocolate mit Marshmallows. Klang geil für mich, also haben wir es mitgenommen und die Verpackung ist halt übel süß. Also generell die ganzen Verpackungen und alles bei Sostrene Grene sind einfach ultra sweet. Dann waren wir im Tiger und eigentlich wollte ich mir da eine Decke kaufen, die gab es aber leider da nicht. Also ich habe die online gesehen gehabt, aber die gab es nicht im Laden. Das fand ich sehr traurig. Ich habe mir natürlich trotzdem ein paar Sachen gekauft. Einmal eine Box für Andenken. Ich habe sehr viel mein Andenken sortiert und wollte schöne Boxen haben und schöne Boxen sammeln und die fand ich sehr süß. Deswegen habe ich mir die mitgenommen. Sehr kitschig, aber ihr wisst, ich liebe alles, was pink ist und glitzert und was auch immer. Deswegen musste die mit. Der Grund, warum ich zum Tiger wollte, ist, weil ich ganz viele TikToks gesehen habe mit Christmas Mugs. Und ich habe mir natürlich eine mitgenommen. Es ist diese rosane Tannenbaumtasse mit diesem Zuckerstangenhenkel. Ich finde die schon sehr süß. Die ist halt handbemalen, das sieht man, weil es leider ein bisschen ungleichmäßig ist an manchen Stellen. Aber ich lasse mich davon nicht stören. Ich finde die trotzdem süß, wenn ich hieraus jetzt meine Hot Chocolate im Winter trinke. It's a vibe. Und diese Servietten konnte ich auch nicht liegen lassen. Ich fand die so süß. Ich bin jetzt voll in Weihnachtsstimmung auf einmal. Also seitdem ich heute shoppen war und halt in jedem Laden 1000 Weihnachtssachen gesehen habe, bin ich in Weihnachtsstimmung. For the Christmas Dinner. I love it. Und was ich auch nicht liegen lassen konnte, auch für Weihnachten, es sind Ohrringe mit Weihnachtskugeln dran. Ich finde die so witzig. Ich finde die so witzig und so süß. Ja, und dann waren wir eigentlich nur noch beim DM. Da haben wir einmal Nudeln gekauft. Mein Lieblingstee, eine Taschentuchbox und Binden. Ich glaube, das war alles, was wir gekauft haben. Und Katzenstreu. Aber das war meine kleine Ausbeute von heute. Der wurde es dann doch nicht. Ich habe mich gerade umgezogen, fertig gemacht und meine Tasche gepackt. Denn ich werde heute voraussichtlich den halben Tag im Pole-Studio verbringen. Und ich freue mich total, weil ich war krank und konnte nicht zum Sport. Und jetzt bin ich wieder gesund und kann wieder zum Sport. Ich habe mich heute für 3 Classes hintereinander angemeldet. Also einmal einen Stretching-Kurs, einmal einen Heels-Kurs und dann nochmal Playground, also freies Training. Ich weiß noch nicht, ob ich zum freien Training dann noch bleibe oder ob ich dann so kaputt bin. Das wird man dann sehen. Aber ich freue mich und ich finde, meine Haare sehen so süß aus und so gesund. Ah, I love it. Watching my page, say they miss what I gave them. I'm doing fine now, I feel amazing. I'm out of their range. Keep them guessing when they ask about us. Don't give them no time, that's how we stay up.
How we up, but you stay down. Real nigga from the ad, better play out. Spending time wind down, what is takeout? And when I'm in them walls, you feel it in your bones. I've been on the road, this choke that I hold on your soul. Got me making up for days out. Got you singing tones till you laid out. It feel like what we on never fade out. Ich hatte heute einen richtig schönen Tag im Pole-Studio. Ich war nur 2 Stunden da. Was heißt nur? Aber ich war 2 Stunden da. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war so schön, mal wieder in diesem Ambiente zu sein. Ich war jetzt 2 Wochen gar nicht beim Sport. Ich fühle mich sehr, sehr gut, aber auch sehr erschöpft, weil es sehr anstrengend war. Ich war gerade duschen und was ich heute noch vorhabe, ist mein Buch zu Ende lesen. Und zwar, ich habe ja erzählt, ich habe mir Iron Flame gekauft, aber mir ist aufgefallen, es macht keinen Sinn, jetzt Iron Flame anzufangen, weil es ist ultra das lange Buch. Und ich muss erst dieses andere Buch zu Ende lesen, weil das auch lang ist. Aber ich werde es schaffen, dieses Buch heute zu Ende zu lesen. The Fine Print von der Dreamland Billionaires Reihe. Ich finde das Buch okay. Ich denke, das Buch wird einen 3-Sterne-Rating haben von mir. Es ist halt ganz nett. Kann man mal lesen. Muss man jetzt aber auch nicht lesen. Es ist auf jeden Fall vor allem viel zu lang, habe ich das Gefühl. Also Romance-Bücher, die irgendwie über 400 Seiten lang sind. Ja, I don't know. Aber ja, ich enjoy es trotzdem und lese es gleich zu Ende. Meine Haare sitzen immer noch so sweet, auch wenn ich heute geschwitzt habe. Aber ich liebe es wirklich so sehr, wie gut diese Friseurin meine Haare bekommen hat. Und ich denke, ich werde da auf jeden Fall auch nochmal hingehen. Es war auf jeden Fall ein bisschen teurer, der Laden. Aber wenn man ein gutes Resultat haben möchte, muss man auch dafür Geld bezahlen. Ne? So ist es. Und ich habe gerade noch Zimtschnecken gebacken, tatsächlich. Einfach, weil ich Bock hatte und weil übermorgen auf der Arbeit wieder monatliches Frühstück ist. Wir haben immer einmal im Monat Frühstück. Und da dachte ich mir, passt das ganz gut, dann kann ich die einfach mitnehmen, den Rest. Und werden die auch nicht schlecht oder so. Yes! Wollen wir jetzt erstmal eine Zimtschnecke vernaschen? Na dann, Kuh ab! Gut. Schön fluffy. Ist es fluffy? Ich glaube, die hat ein bisschen kürzer reingesollt. Ich mag das nicht, wenn die so haarschrumpft. Sind. Hallo Leute, heute ist ein richtig busy Arbeitstag, deswegen habe ich mich bisher noch nicht gemeldet hier in diesem Vlog. Ich habe aber gerade was ganz Spannendes gemacht. Und zwar haben wir ein Sofa bestellt und es kommt bald an. Und ich habe das Wohnzimmer schon mal präpariert, beziehungsweise die Möbel schon mal umgestellt, damit das Sofa dahin passt. Und das zeige ich euch jetzt! Also, es sieht jetzt absolut grauenhaft aus, weil diese Möbelstücke ausgetauscht werden müssen. Also wir wollen ein richtiges Sideboard haben für einen großen Fernseher und ein kleines Regal für so CDs, DVDs, CDs vor allem. DVDs und Blu-Rays und sowas. Weil, to be honest, das Regal sieht zwar sehr voll aus, aber eigentlich ist es gar nicht so voll. Das hier ist quasi leer. Die beiden hier unten werden leer. Die sind quasi leer. Da sind, glaube ich, nur Decken drin oder so. Also ist dieses Regal eigentlich fast leer, bis halt auf DVDs, Spiele, ein paar Bücher und ja, ich möchte auf jeden Fall hier ein kleines Regal haben. Einfach so ein schmales Regal hier am besten für die DVDs und sowas. Und dann eben ein richtiges Sideboard mit TV. Das ist jetzt gerade einfach eine absolute Katastrophe. Bitte ignoriert das. Das Klavier wird jetzt hier in der Ecke stehen. Ich muss auch noch die Deko darüber räumen. Und dann kommt das Sofa, das neue. Das ist unser Sofa. Und das neue Sofa kommt dann hier hin. Und es passt perfekt. Ich habe es gerade nochmal ausgemessen. Es wird dann ungefähr direkt beim Klavier anschließen und dann bis, ja, eigentlich so wie das jetzt hier steht, bis hier hingehen. Und dann halt nochmal so wie das Sofa jetzt ist. Ich bin so excited! Ja, und jetzt muss ich auch schon weiter arbeiten wieder. Und noch kurz hier staubsaugen. Weil ich habe heute gestaubsaugt und wischen lassen von Robert. Robert ist mein Staubsaugerroboter, falls ihr ihn noch nicht kennt. Und deswegen muss ich das hier ein bisschen reinigen, weil no, I want the Boden to be clean. Leute, ich habe einfach das coolste T-Shirt der Welt bekommen. Look at that. Es ist einfach ein Millie-Mausi-T-Shirt. Wie geil ist das bitte? Da ist Millie drauf, 3-mal. Ich verlinke euch die Seite, woher ich das habe, mal in der Infobox. Das ist nämlich von Faith Shirt. Es ist übrigens schon Mittwoch. Ich habe es nicht hinbekommen, die letzten beiden Tage so richtig zu filmen. Because life is busy. Aber es ist gerade sogar ein recht gutes Busy. Also ich enjoy auf jeden Fall gerade meine Arbeit und ich enjoy mein Leben. Eigentlich auch, ja. Es gibt auch nicht relativ viel Neues. Ich lese gerade Iron Flame, wie ich glaube ich schon gesagt habe. Und ich bin jetzt so bei Seite 120 um den Dreh. Also so 20% ins Buch rein, weil das Buch ist einfach 600 Seiten lang. Und ich enjoy es sehr.
Ich enjoy es sehr, sehr, sehr. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich wieder drin bin, weil obviously es sind so viele Charaktere, es ist so viel passiert, es ist so wild, dass ich erstmal eine Weile wieder lesen musste, bis ich wieder drin war. Aber jetzt bin ich drin und jetzt weiß ich wieder, warum das Buch so toll war, das erste, und wieso es mir so viel Spaß gemacht hat zu lesen. Kann empfehlen. Schaut mal bitte nochmal. Wirklich, ich bin so obsessed mit diesem T-Shirt. Ich liebe es über alles. Iconic. Ja, auf jeden Fall wollte ich mich jetzt noch verabschieden von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne einen Kommentar. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, guys.